So, liebe Leute, wir sind wieder dabei bei Watch Dogs und gucken, was wir heute machen müssen. Gucken, was wir dann so haben. Da ist nochmal so ein Rekrut. Ein Sanitäter. Wir haben noch keine Hauptmission, ne? Obwohl, da wäre. Ne, es ist nur eine Schnellreise. Dann stellen wir ein bisschen Propaganda, komm. Dann machen wir heute mal ein bisschen was anderes. So. Ich will nur eigentlich gerade mal noch was, nur ein bisschen was anderes machen heute. So, also, wir gehen Propaganda stören heute. Mal ein bisschen was anderes machen. Nichts Dramatisches, aber ein bisschen was. Freunde der Nacht. Ach, warte, was wir machen, weil doch was anderes. Was haben wir hier für einen? Okay, Mann. Du bist ein Shit, shit, eine Kampfdrohne ist an mir dran. Ich nicht, Mann. Lauf weiter. Rekrutierer Christopher Megani. Was stimmt mit dem Arschloch nicht? Vielleicht hat er größere Sorgen als uns. Albion rennt ihm hinterher wie ein verknallter Teenager, der meint, Hartnäckigkeit würde fehlenden Charakter ausgleichen. Sie begehen Datendiebstähle an allen Orten in seinem aktuellen GPS-Verlauf. Das klingt doch, als wäre es genau unser Ding. Verstanden. Ich habe einen Albion-Officer vom letzten Diebstahl gefunden. Du kannst die Optik nach Informationen durchsuchen. Na dann, machen wir mal, ne? Wo müssen wir denn überhaupt hin? So, die Propaganda nehmen wir mal raus. So, dann wir fahren mal hier hin. Und wir sollen die Albion-Wache finden. Okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Die scheint wieder gut bewacht zu sein. Guck mal gerade, wo ich rein kann. Boah, das haut jetzt nicht. Bin da. Dieser Albion-Schwachkopf hat die Optik im Mithörmodus gelassen. Hat wohl den Gegenspionageunterricht in der Faschistenschule geschwänzt. Vielleicht ist da was über unsere Zielperson drauf. Okay, holen wir uns die Daten. Also,
So, dann komme ich jetzt hier raus. Ich kann mich ja mit allen voranlegen. So. Überwachungskamera 2431 meldet einen Friedensbruch beim Strata Tower. Eine Patrouille ist unterwegs. Ich nehme sie einfach mal alle raus. Moin, Freunde. Erledigt. Gut, dann laden wir uns den Key hier runter. Los, ausschwärmen und suchen. Drohne. Suche ausführen. Je länger du es rauszögerst, desto schlimmer wird es. Das ist er. Ausgeschaltet, aber ganz. Fuck, entwischt. Lass mal das Zeug mal herunterstellen. Zu dem großen Sieg. Yay! Mach dich aus dem Staub. Dann sehen wir uns an, was du gefunden hast. So. Wenn das möglich ist, nehmen wir jetzt noch den Technikpunkt hier mit. Und dann haben wir es. Und dann verschwinden wir hier. Nehmen wir mit. Brauchen wir. Das Ding brauchen wir gerade nicht mehr, ist mir auch egal. Sicher, sicher. Und dann verschwinden wir. Aber hier vorne schwirrt noch eine Drohne rum, aber die ist, glaube ich. Wie ich's mir dachte. Hör dir das mal an. Hast du das Drogenversteck gefunden? War genau da, wo du gesagt hast. Was ein Glück, oder? Siehst du, kein Grund zur Sorge. Wir haben die Sache in der Hand. Die Ware wird immer dort sein, wo sie gebraucht wird. Was für ein erbärmlich schlechter Versuch in kodierter Sprache, nicht wahr? Der Mann, hinter dem wir her sind, wird nicht von Albion gejagt, sondern schiebt Beweise für sie unter. Ich werde mal mit ihm reden. Bugs, mach ein Treffen aus. Okay. So, ich soll mit Christopher sprechen. Und dann, denke ich mal, haben wir die Aufgabe auch geschafft. Dann können wir nämlich auch Feierabend machen vor der. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge erst wieder. Aber, wie gesagt, wir müssen noch mit dem Typen sprechen. Ja, Bus. Entschuldigung. Hier kann ich nicht anhalten, das ist das. So, und wo ist der Typ jetzt hin? Widerliche Hackfresse. Da. Da. Kann ich helfen? Der Zeug weiß, dass du für Albion Beweise fälschst.
Glaub mir, uns willst du nicht zum Feind haben. Hey, meinst du, ich will das machen? Die Söldner haben übles Zeug gegen mich in der Hand. Ich muss mitmachen. Und wenn jemand den Dreck verschwinden lassen würde? Also muss jemand in das Gelände von Albion einbrechen und alle Daten löschen? Wenn das einer schafft, würde ich alles hergeben. Aber das wird niemand schaffen. Gut. Haben wir's? Oder was? Helfen wir ihm. Er klingt brauchbar. Albion speichert empfindliche Daten wie diese auf getrennten Servern. Wenn wir die Festplatten löschen, löst das sein Problem und schiebt dieser Beweisintrige einen Riegel vor. Hört sich gut an. Schick mir alle Details zu dem Ort. Nee, doch nicht. Lösche das Erpressungsmaterial. Okay, dann löschen wir noch Material. Ich brauche ein Auto. Markieren wir noch schnell was. Haben die jetzt echt wegen dem in der Karre, weil ich den die Karre da mitgenommen habe, geklaut. Das Fortsetzen gesetzeswidriger Aktivitäten führt zur Verhaftung. Kampfmodus initiiert. So, Drohne tot. Einmal kurz die Drohne vom Himmel gefischt und platt gefahren. Naja, passiert. Entschuldigung. Eigentlich wollte ich heute ein bisschen Propaganda stören, aber wir machen heute mal ein bisschen was Rekruten-Zeugs. Ich glaube, momentan haben wir kaum Hauptmission, deswegen. Aber ich glaube, wir können wieder eine aktivieren, dann, wenn wir später dann wieder in der Basis sind. Aber jetzt mache ich erstmal das hier. Ich habe gerade ein bisschen mehr Bock drauf. Okay, hier müssen wir also rein, oder was? Das ist echt heißer Shit. Das ist ach. Ihr müsste Albion die entsprechenden Daten lagern, mit denen sie unsere Beweisfälscherin erpressen. Ich muss ja mal hier parken, gerade. Ich muss halt. Oh ne, hier ist schöner. Ich rück Augen auf! Los jetzt! Sollen sie kommen? Tot, tot, tot. Irgendwo dahinter steht noch einer. Komm her, ich mach sogar das Tor auf. Jetzt gibt's Ärger. Schüsse! Schieß einfach auf! Ich weiß, dass irgendwo noch einer sein muss. Ich hole mir gerade mal die Keycard von dem. Versteckspiele sind für Kinder. Die letzte bekannte Position checken.
Erledigt. Ich durchsuche das Gelände. Drohne, Gebiet gründlich durchsuchen. Weiß ich, hab damit ein Problem, mich darüber zu hüpfen oder was? Ist ja feindlich. Also sind scheinbar noch ein paar Feinde unterwegs. Ist mir aber egal, egal. Hä? Ah, komm ich halt hoch. Ist das halt so. Was ist er denn noch? Uiuiui. Gott sei Dank. So, okay. Das Ding mitnehmen. So, hier ist irgendwas noch ein Dokument oder was auch immer. Was ist denn das hier? So. Gut. Die Frage ist, komme ich jetzt irgendwie ohne. Irgendwas hoch? So, dann machen wir es hin. Sperren wir das ganze Zeugs. Wissen wir ja erst mittlerweile, wie es geht. Auf diesem Server findest du das belastende Material, das Albion zu unserer verbündeten Person hat. So, dann einmal kurz alles löschen. Die Security hat dich bemerkt. Sie schicken dir ein paar Schläger. Ach, sollen sie kommen. Ist mir im Moment egal. Die paar Vollidioten, da sollen sie kommen. Sollen sie kommen, komm her. Bis die hier alle hier sind, habe ich das Ding schon runtergeladen. Da kommen nochmal zwei Idioten. Sollen sie kommen, wie gesagt. Ihr interessiert mich nie. 70%, komm, das kriegen wir noch hin. Tot. Kommen Sie, schicken Sie jetzt noch mal was? Ja, da kommen noch zwei. Aber ist mir egal. Löschen abgeschlossen. Ich rufe tschüss. Unseren Freund an, während du dich in Sicherheit begibst. Ich brauche Hilfe. Ja, komm mal her. Hier, Hilfe. Vorsicht. So, dann verschwinde ich mal. Ich weiß, dass da jetzt auch noch einer kommen wird, zwei kommen werden. Hab dich. Und tschüss, das war's. Und tschüss. Ich verschwinde. Okay. Das nenne ich mal Erpressung. Eindeutige Überwachungsaufnahme eines Raubüberfalls auf ein Wettbüro. Und unsere Zielperson ist bewaffnet. Aber jetzt ist alles gelöscht. Albion muss jemand anderes für die Beweisunterschiebung finden. Du Robotergenie. Sagen wir ihm Bescheid. Detzek hier. Wir haben das belastende Material beseitigt. Du bist wieder frei. Du hast also die Nummer gesehen? Sowas mache ich normalerweise nicht. Aber ich brauchte die Kohle. Trotzdem danke. Ich verschwinde mal hier. Ich schulde dir was. Du könntest echt etwas bewirken, weißt du? Tritt Detzek bei, anstatt zu Hause auf dem Hintern zu sitzen. Ach, scheiß drauf. Okay. Erledigt. So,
das hätten wir dann. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei... Genau, rekrutiert. Christopher Megani, den haben wir auch dabei. Jetzt an Bord. Und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge wieder ein bisschen weiter. Nie? Bis dahin und tschüss.